Der Zeitpunkt ist gekommen. Ach, soll ich da schon das Intro machen? Nee, du sollst ins Wasser gehen. Ach so. Und wie ist das Wasser? Boah, ist das Wasser warm? Es ist halt echt warm. Es ist sehr warm und ich bin die Titanic. Okay, Und wie fühlt es sich, wann warst du das letzte Mal schwimmen? Auf Madeira im Februar. Soll ich unsere Kameramama mal richtig ficken? Nein. Soll ich? Nein, nein. Oh mein Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, das Ding ist, er würde es ja nicht machen, weil das wäre ja sau dumm. Ich glaube, alles, was so ein bisschen in die Richtung, wie soll ich sagen, nicht Selbstverletzung, aber selbst, ihr wisst schon, selbst, also wenn er sich quasi selber aufhält im Leben, das würde er ja nicht tun, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, da tickt Gisela. Das wäre ja dumm, wenn er jetzt die Kamera kaputt macht. Selbstbehinderung, ja, ein Stück weit Selbstbehinderung. Nicht dran gedacht. Jan, wir haben nur diese eine Kamera. Erfülle meine Forderungen. Was sind denn die Forderungen? Keine Ahnung. Gisa hat noch gar keine gestellt. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Viele von euch haben mir immer die Frage gestellt, wie es aussieht, wenn ich schwimmen gehe. Und ja, Gott sei Dank haben wir die Gelegenheit, mal in einen Pool zu gehen. Und das ist der Pool von Tims Nachbarn, die sind da einfach eingebrochen, Digga. Und jetzt seht ihr, wie ich schwimmen gehe. Auf Tims Instagram-Profil habt ihr ja... Aber was soll denn großartig passieren? Ich meine, er hat ja die motorische Kontrolle über seinen Körper vollkommen und er wird ja... Das einzige Gefährliche könnte ja quasi neurologisch sein, wenn er halt einen epileptischen Anfall oder sowas im Pool hätte, ne? Das, ja, das könnte natürlich sein. Zum Thema Tourette-Syndrom und Schwimmen sehr viele Fragen gestellt und die werden wir genau in diesem Video auch nochmal in einem FAQ beantworten. Ihr Arschlöcher! Die Kamera! Jan! Okay, vielleicht macht er die Kamera doch kaputt, ich nehme alles zurück. Ja, macht Spaß. Pool auf jeden Fall 10-mal besser als dieses Muchloch von Julian Bam. No front. Ja, Zerstörung macht Freude. Und weißt du was? Die Versicherung deckt das nicht ab. Das tut sie wirklich nicht. Ich meine das ernst. Okay, ne. Hör auf. Ich renne mein Leben, Jan. Ja, du kannst nicht rennen. Du bist ein Fettkloß, der im Wasser sitzt. Kann man hier nicht auch so einen Strom anstellen? Ja, könnte man. Digga, der ist so reich, der junge Mann. Der hat eine Gegenstromanlage, Bro. Was meine, so eine Strom. Du meinst, Strom. Du meinst Gegenstrom, ne? Strom wäre schlecht. Ich hab, dann bin ich tot. Du kannst ja mal kurz ein bisschen erzählen, schon mal vorab. Du warst ja früher. Ich bin eine Meerjungfrau. Ich fühle es sehr. Danke nochmal an den FaceTime-Anruf heute Morgen, wo ich komplett nackt im Badezimmer war, Jungs. Wirklich absolut geil, danke. Ja. Ich bin etwa 8 Jahre lang bei der DLRG geschwommen. Ja, ich habe da mehrere... Sieht auf jeden Fall so aus, als könnt ihr... Ja, Naturschwimmerabzeichen gemacht in der Zeit und zudem auch ein... Oh, damn, Bro. Tauchschein. Stimmt, hat er mal erzählt, dass er nicht tauchen kann momentan. Tauchschein. Seitdem du Tourette und Epilepsie hast, inwieweit hat sich das so verändert? ein bisschen verändert. Also durch das Tourette-Syndrom gar nicht. Ich bin ja auch zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich mehrere Ticks habe, bin ich tauchen gegangen. Das Ding ist ja, das Tourette-Syndrom ist ja nicht das Gefährliche an der ganzen Geschichte, sondern wirklich die Epilepsie, die ihn halt wirklich die Kontrolle über den Körper nimmt. Und das natürlich im Wasser, sag ich mal so, wie es ist, wirklich echt beschissen. Er ist viel ruhiger im Wasser, das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich, dass das halt so ein bisschen Selbstkontrolle ist, weißt du, weil halt im Wasser natürlich der ursprüngliche Überlebenssinn kickt, also halt über Wasser zu bleiben, nur mal, ne? Und halt seitdem der erste epileptische Anfall da war, da durfte ich nicht mehr tauchen gehen, also es wurde mir zumindest davon abgeraten, das zu tun. Vor allem... In einer höheren Tiefe. Schwimmen. In einer höheren Tiefe oder in einer tieferen Tiefe, meinst du, Bro? Hingegen ist kein Problem. Mir wurde halt gesagt, wenn ich schwimmen gehe, soll ich das nicht alleine machen. Ah! Schütz die Kamera! Mit meinem Leben! Mit dem ganzen Körper! Ich schütze sie wie deinen Augapfel! Oh. Jan! Nein. Man sagt höhere Tiefe. Alright, okay. Ich hab Freude. Satanische Freude. Wie ist das für dich, wenn du tauchst? Aber du hast ja jetzt schon motorische Ticks im Wasser, ne? Ja, während ich über Wasser bin, dann wieder ja. Und unter Wasser hast du damit gar keine Probleme? Nee, gar nicht. Sau interessant, dass er halt unter Wasser keine motorischen Ticks bekommt. Wäre ja auch sau hinderlich und gefährlich halt einfach, ne? Musst du da? Da wird die Psyche wahrscheinlich auf irgendeiner neuronalen Ebene sagen, bis hierhin und nicht weiter. Hast du den dann unterdrücken, oder? Nee, die sind einfach nicht da. Krass. Wie beim Fahrradfahren. Krass. Soll ich dich nass spritzen, du kleine Kachlu? Ja! Hä? Ja! Ja! Er ist so ein Süßi einfach, Digga. Ich mag die beiden so gerne, Alter. Aber Gisela scheint auch Spaß am Wasser zu haben. Wieso lebt er da nicht unter Wasser? Oh mein Gott, wieso bauen wir dem kein Unterwasserhaus in Minecraft, wo der leben kann? Lifehack, Digga. +1, tolle Idee.
bin mal gespannt, wie das wird, wenn ich X-Ray, Bro, ins danke für den, Gift, für den Sub, was geht, Bro? Überlebe ich das? Nein! Es haben auch einige die danke Frage gestellt, ob es dann dazu kommt, dass du mich vielleicht unter Wasser drückst oder so. Könnte sein, dass ich das mit Absicht mache. Nein. Hallo? Eure Meinung zu öffnen der Schwimmbäder. Eher abwarten. Ah. Ich geb denn hier Nein an, Digga. What the fuck? Geht bei dir, dankeschön. Du hast da wirklich. Du bist dann arbeitslos. Ja. Nein, bin ich nicht. Ich mache viele Insta-Placements und ich habe mehr Follower als du. Oh, shit. Ehre genommen. Digga. Hat er nicht gesagt? Hops ist die Ehre. Hops ist die Ehre, Digga. Und an den grünen Teilen muss man nicht schrauben, ne? Nein, man muss eigentlich zweimal. Und was ist, wenn ich es mache? Dann, was passiert, wenn er es macht? Black Sada Player, danke schön für den Sub, Bro. Was geht? Willkommen. Kuss, Bruder, danke schön. Die Strömung zieht mir bald meine Badehose aus. Oh, nice, Alter. Erzähl mir mehr. Ja. Digga, kennt ihr diese eine Düse im Schwimmbad, wo man als Kind immer gerne entgegengeschwommen? Reden wir nicht drüber. Hast du es gerade zu mir oder zum Wasser gesagt? Versuch es dir auch. Wahrscheinlich zu mir. Jan? Nein! Gisela will die ganze Zeit die Kamera kaputt machen. Gab es schon mal die Situation, wo du wegen deinen Ticks oder wegen dem Tourette-Syndrom oder wegen der Epilepsie fast ertrunken wärst? Nee. Würdest du von einem Sprungturm springen oder ist dir das zu gefährlich wegen den Ticks? Danke für den Hype-Train, Leute. Kuss. Dankeschön. Wegen den Ticks ist mir da generell im Wassersport gar nicht zu gefährlich. Und vom Sprungturm würde ich trotzdem springen. Du keine Angst, dass du einen Anfall kriegst oder so? Solche erotischen Aufnahmen einfach. Nee, hätte ich nicht. Also ich. Auch ganz geil, dass man seine Nippel gerade nicht sieht. Finde ich sehr nice. Ich meine, wenn man halt wirklich. Nicer Pickel. Bro, danke schön. Danke. Den habe ich. Den. Danke, Bro. Danach geht und die ganze Zeit Angst davor, dass ein epileptischer Anfall entsteht, dann darfst du ja theoretisch nicht mal die Treppe runtergehen. Das ist kein Placement, geh weg! Ja! Ein Wasserball-Placement. Aber gut, dass das Video 10 Minuten 3 ist. Sie steigen echt mittlerweile durch im YouTube-Game. Ist dein Handy eigentlich wasserdicht? Ja, das schon. Im Vergleich zu der Kamera. Könntest du bei einem Anfall im Wasser ertrinken? Kann ich mir vorstellen. Bei einem epileptischen Anfall auf jeden Fall. Ich meine, die Muskeln krampfen, wir haben ja keine Kontrolle über seinen Körper. Das ist schon gefährlich, oder? Könnte, glaube ich, passieren. Aber du hast keine Angst davor, dass es passiert? Nee. Täuscht Gisela das Ertrinken manchmal an? Bisher noch nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Boah, das wäre so asozial, Alter. Das wäre ja richtig scheiße. Stellt euch mal vor, Gisela würde ja dann genauso gut noch tatsächlich hingehen und einfach so, keine Ahnung, so ein, weiß ich nicht, Atemnot oder sowas antäuschen, Digga. Das ist doch, also das ist schon echt schwierig, ne? Dim, 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 dim. Halt die Fresse! Ich will doch nur ein bisschen für Spannung sorgen. Hm. Oh mein Gott, Alter, hör auf jetzt. Hm. Kann man schön die Beine arbeiten. Damit kann ich schön den Tim schlagen, glaube ich. Was? was? Keine gute Idee, das zu geben, Digga. Gar keine gute Idee. Junge, Junge, Junge. Okay. Aber ich würde mal gerne wissen, wie es ist mit ihm in so einem Trampolinpark oder sowas, Digga. Das entspannst dich schon mehr, finde ich. Ja. Der Vogel triggert halt richtig rein. Halt die Fresse! Ja, ich komme zu dir ins Wasser, Jan. Ja. Mit deinem Handy, ach so, für die Fragen. Ja, ich brauch die Fragen, ja. Aber ist ja eh wasserdicht, sagtest du, ne? Mashallah, dieser Körper sagt plus eins in den Chat, wenn du findest erotisch. Ja. Warum? Also es ist nicht wasserdicht. Digga, diese Frage, könnt ihr schwimmen? Wer kann denn bitte nicht schwimmen? Gibt es Leute, die nicht schwimmen können? Real fucking talk, man. Doch, es ist wasserdicht. Ich kenne deinen Gesichtsausdruck. Es ist wasserdicht. Also es soll wasserdicht sein, aber ich will es eigentlich testen. Ich teste. Oh, sehr viele plus zweien hier im Chat, Digga. Digga, dieser Pickel wird ja immer größer, Alter. Guck mal. Der entwickelt sich, der evolvt einfach, Junge. Ich hab mir Sorgen um den hier gemacht. Plötzlich kommt der Bastard aus meiner Augenbraue. Was ist hier los, Alter? Das ist für dich. Nein. Voll. Da sind die Fragen drauf. Hast du kein Gehirn, wo du das speichern kannst? Nein. Ah ja, okay, das, warum frage ich eigentlich? Ey, was soll das denn jetzt sein? Also ich finde auch sehr cool, wie krass die Instagram-Community hinter mir steht, wenn jemand mir einfach schreibt, er wird dich zu 100% töten. Danke dafür auf jeden Fall. Nein, meine Nudel. Nein, das ist meine. Hier ist die Fragen.
Wie gut könnt ihr schwimmen? Also ich glaube, Jan hat ja gerade schon erzählt, wie gut er schwimmen kann. Ich glaube, Digga, wilde Frisur wieder bei Tim hier. Da kann ich nicht so ganz mithalten. Ich habe nicht mal das Seepferdchen gemacht. Aber ich habe, glaube ich, habe Silber. Aber kein Seepferdchen. Nö. Wie schwimmst du bei einem Tick? Kann man eigentlich easy beantworten, weil du hast ja keine Ticks eigentlich, richtig? Genau. Zieht sich Gisela die Badehose aus? Oh, unangenehme Frage. Nee, zum Glück nicht. Nein, nicht mir! Nein, oh mein Gott! Das wär, ich glaube, dann ist das Video gesperrt. Warum, Digga? Das ist genau so ein Pickel, den du unten hast, den ich mich halt Maul. Tim will es gerne, sehe ich an seinem Lachen. Finger weg! Ich will ein Foto machen. Digga, das ist wirklich dieser andere beste Freunde-Gay-Vibe, den die beiden haben. Voll süß, aber ich gönne. Jan ist auch so überverwirrt. Guckt ihn euch an. Er so, Das ist cringe. Ich hab echt ein bisschen Angst, mit dem Handy unterzugehen, ne? Ich hab Angst, dass es mir aus der Hand fällt. Kollege von mir, nee, nicht Kollege, Celtix, kennt ihr alle, der Idiot, hat sein Handy natürlich kaputt und geht damit unter Wasser und wundert sich, warum es kaputt ist. Solange da keine Fremdeinwirkung ist, wird das nicht passieren. Jan macht, glaube ich, gerade Selfies unter Wasser. Dann hat Selfies unter Wasser gemacht. Boah, die sind so hässlich, ich blende die jetzt hier mal ein, ihr müsst euch das angucken. Geil, wie du die hier eingeblendet hast, Bro, vielen Dank, Mann. Leute, dieses Foto. Voll nice, aber wie er das eingeblendet hat, wirklich. Ach du Scheiße, Digga. Maschallah, der Süße. Digga. Wie seine Augenbrauen einfach gefärbt sind, Alter, zu wild. Es sieht wirklich einfach aus. Also man kann an solchen Bildern einfach erkennen, dass wir Menschen vom Affen abstammen müssen. Das ist ganz klar. Das war doch mal eine Gaudi. Nee, das unangenehme Abmoderation, Bro. War cringe. Plus eins, ja. Das war cringe. Ja. Das war so cringe. Digga, wirklich, also das ist einfach nur, yeah. Cringe. Wie hat's dir gefallen? Mir hat's gut gefallen. Ich bin seit Februar wieder mal schwimmen gewesen. So im Pool oder im Schwimmbad war ich ja ewig nicht mehr. Hat echt Spaß gemacht. Viele von euch haben uns ja in die Kommentare geschrieben. Tim lebt leider noch. Wieso leider? Bist du nervös? Nee. Weil du kannst halt sowas. Hast du Parkinson? Ja, schon. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ihr einfach mal einen kleinen Einblick da reinbekommt, wie es ja. ist. Wenn Können wir jetzt bitte ein Video haben, Tourette beim Kacken, Alter, oder Tourette beim Wichsen, Junge? What the fuck? Sich im Wasser befindet, beziehungsweise mal taucht und so. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und dass ihr es interessant fandet, dass ne? Dass ihr es interessant fandet. Nein, wir hoffen, dass es euch nur gefallen hat, nicht, dass ihr es interessant fandet. 2 Minuten Outro, man muss auf die 10 Minuten kommen. Die haben bei Avive gelernt. Und auch aufschlussreich war für euch. Genau, schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, welche Alltagssituation euch noch betreffen, wollte ich sagen. Welche Alltagssituation euch noch Dankeschön. Interessieren. Vor Dankeschön, allem jetzt Bro. Im Sommer kann man ja auch sowas wie Gartenarbeit zum Beispiel auch machen. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es hier aussieht, aber hier kann man ja einiges eigentlich. Ist ja genug Fläche, um die man sich kümmern könnte. Gebt mir keinen Rasen mehr in die Hand. Mau, move mal. Ah ja. Also, falls ihr mal sehen wollt, ja. Jan mit... Nein, wollen wir nicht. Wir wollen nicht sehen, wie...